Wasser ist der Ursprung allen Lebens. Es bildet die Grundlage für die Entwicklung und Funktionstüchtigkeit weltweiter Ökosysteme. Im Jahr 2000 hat die Europäische Union die Wasserrahmenrichtlinie ins Leben gerufen, um die Gewässer nachhaltig zu schützen und einen guten ökologischen und chemischen Zustand der Gewässer europaweit herbeizuführen. Eine Vielzahl Fließgewässer und Seen sind verunreinigt. Neben der Industrie und Landwirtschaft trägt auch der Bergbau zu starken regionalen Belastungen der Gewässer bei. Der Bergbau hat einen weitgreifenden Einfluss auf die Landschaft, Gewässer und Ökosysteme. Veränderungen in der Beschaffenheit und Menge des Wassers, dem Verlauf der Fließgewässer, Ausheben und Umlagern von Bodenmaterial, Veränderung der geologischen Schichten und Grundwasserleiter, Emissionen und Staubbelastung sowie Eingriff in die Flora und Fauna. Selbst der Bergbau, der vor Jahrzehnten eingestellt wurde, wirkt sich auf die heutige Gewässerqualität aus. Belastungen der Gewässer mit Schadstoffen aus dem Bergbau stellt eine besondere Herausforderung für die Zielerreichung nach Wasserrahmenrichtlinie dar. Mit Erarbeitung von regionalen und grenzüberschreitenden Lösungsstrategien unterstützt das Projekt Vitamin Leben mit dem Bergbau die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Das Projekt wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. Die große Stärke dieser Projekte ist die internationale Zusammenarbeit. Dabei stehen der Wissenstransfer und das Knüpfen guter Beziehungen zwischen Fachbehörden in Europa im Vordergrund, mit dem Ziel, die europäischen Umweltziele gemeinsam erfolgreich umzusetzen. Sachsen und Ustekie sind Regionen, deren Geschichte maßgeblich vom Bergbau beeinflusst wurde. Der Bergbau in Sachsen steht vor einem Comeback. Es verbergen sich noch Millionen Tonnen von Erzen und Spaten im Boden. In Zinnwald liegen beispielsweise 40.000 Tonnen Lithium unter der Erde. Für den Bergbau ergeben sich neue Herausforderungen, um die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie einzuhalten. Dafür werden neue Technologien zur Wasseraufbereitung und Prozessabläufe benötigt. Wie und wo setzt das europäisch geförderte Projekt Vitamin an? Es ergeben sich mehrere Ansatzpunkte. Erstellung von Hintergrundinformationen und Bewertungsgrundlagen als wichtiges Instrument und Voraussetzung für die Identifizierung und Entwicklung von geeigneten Handlungsmaßnahmen in den bergbaulich geprägten Regionen. Außerdem Bündelung internationaler Strategien und Wissen zum Monitoring und Sanierungsverfahren und Übertragung auf regionale Verhältnisse in Sachsen und Usti. Die Natur und das Wasser richten sich nicht nach Ländergrenzen. Deswegen ist eine länderübergreifende Zusammenarbeit von Sachsen und Tschechien notwendig. Sowohl die Messdaten zum Wasserstand und Güte, Morphologie als auch geplante Maßnahmen werden und müssen in gemeinsamen Arbeitsgruppen abgestimmt werden. Nur so ist es möglich, die von der EU gesteckten Ziele erfolgreich erreichen zu können. Das Projekt Vitamin leistet mit seiner grenzübergreifenden Zusammenarbeit einen wichtigen Beitrag dazu. In Arbeitstreffen, Workshops, Konferenzen oder Medien wie Webseite und Wanderausstellung werden die Ergebnisse dargestellt.